Ja, hallo zusammen. Heute geht es zum nächsten Teil der Kooperation mit Alexandra Hasemann. Sie hat jetzt keinen YouTube-Kanal, ist aber über Instagram und ihre Homepage zu erreichen. Ich werde auch hierzu ihre Kontaktdaten unten in der Videobox verlinken. Jetzt schauen wir mal, sie hat ja den zweiten Teil der Kooperation gemalt. Okay, dann packe ich erstmal aus und lasse mich mal überraschen, was sie gemalt hat. Wow, das ist ja wirklich traumhaft schön. Da habe ich ja jetzt gut zu überlegen, wie ich das fortsetzen kann. Einfach klasse. Ich werde das erstmal auf mich wirken lassen und melde mich dann gleich wieder. Ja, nachdem ich mit der Alexandra Rücksprache gehalten habe, werde ich die einzelnen Schritte, ihre Ideen mit ein paar Bildern darstellen. Und an den passenden Stellen wird die Alexandra auch dazu moderieren. Ja, dann geht es jetzt auch gleich los und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung des zweiten Teils unseres Sci-Fi-Projekts. Bis gleich! Hallo Andi! Zunächst einmal ganz, ganz lieben Dank für die tolle Malkooperation, für die wunderbare Idee und das ganze ja, Science-Fiction-Setting, das du mir hier schon zugeschickt hast. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das erste Mal die Rolle bekommen habe und mir das Bild angesehen habe. Ja, und da stand natürlich dann auch die Frage im Raum, was wird mein Part sein, was mache ich daran und wie gehe ich da überhaupt ran? Und zum Anfang stand natürlich erstmal der Bildaufbau da. Ich habe mir angesehen, wie hast du das Bild schon so grob unterteilt? Wie hast du da die Gliederung gemacht? Gemerkt, okay, irgendwas muss von links unten rein in das Bild ja laufen, fahren, springen, wie auch immer. Also quasi von links unten nach rechts oben gehen, damit wir ein bisschen Dynamik reinbringen. Ja, und dann fing eigentlich schon die Ideen so, das Brainstorming erstmal an, ganz locker. Das ist nicht so, dass ich dann ja fest am Schreibtisch sitze und konzentriert nachdenke beim Brainstorming, sondern eigentlich eher unter der Dusche stehe oder irgendwas komplett anderes mache. Und so kam mir so als erste Idee, ja, man könnte ja so einen Schwimmer, der so reinkrault, da reinschwimmen lassen, weil du schon so wunderbar mit Türkisfarben gearbeitet hast. Das hat mich so ein bisschen an so eine Wasserthematik inspiriert. Und so ein Schwimmer mit roter Badekappe, vielleicht so ein bisschen so im Stil von David Hockney. Das war so die erste Idee. Dann habe ich weitergedacht und irgendwie kam mir dann die Idee mit dem Schiff. Raumschiff, einfach mal anders interpretiert, so ein bisschen in Anlehnung an der spanischen Galeere. Also ich wollte jetzt nicht ein super modernes Schiff nehmen, sondern eher so ein bisschen was, was so im ganzen Kontrast zu dem steht. Das nahm dann so immer mehr Form an und da ich ehrlich gesagt noch nie eine spanische Galeere gemalt habe, habe ich mir dazu erstmal ein bisschen Bildmaterial rausgesucht. Und natürlich Bildmaterial, das man findet, das ist nicht so, dass man sagt, oh, die haben schon gleich die Perspektive, ich muss das Schiff einfach nur abmalen, sondern da geht es halt darum, ja, viele Skizzen zu machen, auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wir haben ja hier so von der Perspektive auch so perspektivische Verkürzung mit dabei. Und habe mir das quasi erstmal so eine Vorskizze gemacht, dann auch auf dem Bild. Das siehst du an der Bleistiftzeichnung. Ich bin jetzt weniger so ein Freund, alles super detailliert schon zu skizzieren, sondern viel entsteht für mich dann auch beim Malen und dann habe ich halt angefangen, ja, zu den Farben zu greifen. Vom Farbsetting her, das war dann so der nächste Schritt. Geguckt, okay, passt das von den Originalfarben her oder muss ich hier noch mal ein bisschen
weiter in irgendwie anderen Farbrichtungen reingehen, aber durch das Türkis, durch diese ja, Türkis-Tonalität, die du ja hier reingebracht hast, habe ich dann geguckt, okay, gehen wir mal einmal so vom Farbkreis einmal in die andere Richtung und bringen dann so ein bisschen so Sienna gebrannt und ja, entsättigte Rot-Orange-Töne mit rein. Also in dem Fall dann vielleicht eher so ein bisschen mehr Orangetöne. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu malen. zwischendurch immer mal wieder geguckt, passt das Ganze? Also erstmal so das Schiff gemalt, dem Ganzen, ja, das ganz grob erstmal vorgemalt, dann darauf geachtet, dass da ein guter Value existiert, also sprich, dass Licht-Schattenwirkung gut vorhanden ist bei dem Schiff und damit dann halt auch eine gewisse Plastizität entsteht. Und zum Schluss habe ich, oder ja, fast zum Schluss habe ich dann die Masten gemalt und ganz zum Schluss dann halt nochmal die Segel. Die Segel wollte ich nicht so ganz groß malen, weil ansonsten von deinem wunderbaren Hintergrund so viel verloren gegangen wäre. Das wäre natürlich super schade gewesen und deshalb habe ich die ein bisschen kleiner gemacht, habe auch gesehen, dass bei dieser Schiffsart ursprünglich auch die Segel nicht ganz so ja, riesig sind. Also ja, wahrscheinlich vom Verhältnis her schon, aber dass das jetzt nicht ein so ein Riesensegel ist, formuliere ich es mal so. Und von daher hat das für mich gepasst und dann habe ich mit Zinkoxid gearbeitet, also nicht mit Titanweiß, sondern mit Zinkweiß, weil Zinkweiß ist halt ein Weißton, der transparenter ist und das so ein bisschen durchschimmern lässt. Also sollte so ein bisschen so der Segelstoff da zum Ausdruck kommen. Ja, das war so die grobe Vorgehensweise und jetzt habe ich natürlich total unterschlagen, fällt mir gerade ein, dass nämlich ganz zum Anfang, bevor ich das Schiff gemalt habe, habe ich noch ein bisschen Hintergrund gemalt. Ne? Also du hast ja das nicht ganz bis runtergezogen, weil du natürlich auch gar nicht wusstest, was da hinkommt, aber ich musste vorher natürlich noch den Hintergrund einkleiden, also da noch ein bisschen was malen und habe versucht, da möglichst deine Farben zu treffen, beziehungsweise ein bisschen dunkler zu werden, um dann später auch das Schiff abzugrenzen. Ja, das ist so ein kleiner Einblick und ich bin super gespannt, was du dir einfallen lässt. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Alexandra, für deine ausführliche und spannende Bildinterpretation. Jetzt fällt es mir allerdings nicht leicht, eine passende Fortsetzung zu finden, beziehungsweise eine gute Auswahl meiner Ideen zu treffen. Aber ich freue mich schon jetzt, endlich wieder weiterzumalen. Ich danke euch allen, die geduldig zugeschaut haben, und freue mich auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt kreativ. Bis dann!